Was ist das? Ist das seine Hand? Nee, das ist, da ist ja, ich habe mal durchgezählt. Das müssen 8 Arme sein. Kann ja alles sehr spannend werden. Hallo Leute. Ari und ich haben in der letzten Auf-Klo-Folge über schlechten Sex geredet, nicht wahr? Und heute werden wir uns mal die schlechtesten Internet-Tipps über Sex vornehmen und bewerten. Das wird schlimm. Sag ich jetzt gleich. Sagen wir es, wie es ist. Ja, ich schwitze auch jetzt schon. Tipp Nummer 1. Der Helikopter, wenn ich das schon höre. Ne? Oh Gott, ich habe schon Kino im Kopf. Achtung, ich lese vor. Ihr seid einigermaßen sportlich? Na, dann könnt ihr in dieser Stellung jede Menge Spaß haben. Euer Schatz liegt auf dem Rücken, ihr sitzt mit dem Gesicht zu ihm gewandt auf ihm und streckt die Beine in die Höhe. Ich so, what the fuck? Wie? Nun versucht er euch im Kreis zu drehen. Wenn es nicht zum Orgasmus führt, dann vielleicht zu einem Lachflash. Oder Penisbruch. Habe ich nicht verstanden. Wie denn? Muss da noch Vaseline runter, dass das auch. Also ich muss mich ja irgendwie. Ich meine, meine Haut hat ja ein bisschen Grip. Ich kann es gar nicht gut sehen. Gut, macht's einfach nicht. Don't do it. Mit allen Sinnen genießen. Du liegst im Dunkeln und hast plötzlich das Gefühl, alles intensiver zu spüren. Meist bin ich da ein, aber egal. Einen kalten Luftzug, seinen Atem neben dir, Kälte und Wärme. Das solltest du nutzen. Schließlich geht es beim Sex auch darum, mit allen Sinnen zu genießen. Deshalb gilt beim nächsten Sex, Licht aus, Vorhänge zu, Rollern zu, Mauer aufbauen, abschließen und dann nochmal Kopfhörer auf. Die letzten 3 waren von mir. Es muss absolut dunkel sein. Dein Liebster darf dich dann im Dunkeln entkleiden, streicheln und vernaschen. Das ist überlieb. Du wirst überrascht sein, wie intensiv alle Sinne reagieren, wenn die Augen nicht sehen können. Props erstmal an die, dass die keinen Scheiß geschrieben haben von wegen, wenn du mit deinem Körper unzufrieden bist, dann macht das Licht aus. Ist ein Riesenthema. Ja, ne? Kompromiss. Könnt ihr ja mal machen. Muss ja nicht immer jetzt. Ist wie so ein Dunkelrestaurant. Gehst du mal hin, denkst du dir, ach, das ist ja wirklich interessant. Ich habe ja viel weniger gegessen. Ich habe ja auch gar nicht gewusst, was das ist. Vielleicht weiß man ja dann gar nicht, ne? Ja. Was ist das? Ist das deine Hand? Nee, das ist, da ist ja. Ich habe mal durchgezählt. Das müssen 8 Arme sein. Kann ja alles sehr spannend werden. Sex im Haushalt. Von der Glamour natürlich. Oh, Glamour, Sex im Haushalt. Ja, ja, so im Eigenheim Sex ist immer eine gute Sache. Wow. Mit so einem Dach also, im Kopf. Gerne mit dem nackten Po auf der Waschmaschinenkante balanciert, um im Turboschleudergang dem Orgasmus entgegenzurütteln. Bitte gerne. Wenn es so einfach wäre. Ne? Achtung, es geht noch weiter. Ein unstreitbarer Vorteil ist natürlich, wenn man die Wäsche erledigen kann, während man seinen Partner an die Wäsche geht. What the fuck? Das spart Zeit und gibt einem das gute Gefühl, den Haushalt nicht vernachlässigt zu haben. Denn, liebe Frauen da draußen, ihr müsst auf jeden Fall dafür sorgen, dass euer Mann zum Orgasmus kommt und gleichzeitig noch die Wäsche. Ach, toll, wirklich. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Ja, scheiß auf den Haushalt in dem Moment. Ich will nicht über meine Wäsche nachdenken währenddessen. Sex für Faule. Socken anlassen. Wer braucht schon nackte Füße beim Sex? Absolut. Socken ausziehen hält unnötig auf. Absolut. Der Durchschnittssex ist ja, glaube ich, 3 Minuten. Zack, 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 sage ich da. Und mindert laut holländischer Studie sogar die Chancen auf einen Orgasmus. Socken anlassen? Mindert? Nee, nicht. Also nackte Füße. Hab ja immer ganz schön kalte Füße. Das könnte sein, dass ich einfach friere. Aber das ist vielleicht noch der einzige Tipp, den ich noch einigermaßen. Also, der ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so eine Katastrophe, ne? So Socken anlassen ist ja schon so ein Standard. So, ja, okay, wenn du dich dann wohler fühlst, dann mach das halt. Ist okay. Oder? Ja. Beim ersten, zweiten, dritten Mal, du machst einfach. Nee, ja. Es macht einen guten Eindruck. Ja. Du die 5 Sekunden nehmen wir uns. Ja, voll. Sex mit Pickeln? Abprickeln, Entschuldigung. Ich dachte schon, hä? Naja, hier drunter steht Blasebrause. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Bei mir steht eher ein Fragezeichen. Okay. Soll total super sein. Das fängt ja schon mal gut an. Ey, da merkt man gleich, das hat keiner ausprobiert. Da musste das Heft voll werden. Okay, soll total super sein. Man munkelt. Mund auf, Brause rein, Blowjob los. Ich sehe mich jetzt schon kotzen. Nein. Entschuldigung. Mit Sekt prickelt es auch ganz schön. Oder Minzemundwasser gibt einen kühlenden Effekt. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist ein toller Satz. Das möchte ich nochmal wiederholen. Ja? Kann man machen, Komma, muss man aber nicht, Ausrufe zeigen. Ich glaube, das war der wichtigste Satz in der ganzen Chose. Auch hier, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt. Wir können ja so ein kleines, so eine kleine Studie aufbauen. Wie viel wurde sich übergeben? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr schon so für
verrückte Sachen ausprobiert habt und ob das nach hinten losging oder vielleicht wieder erwarten, eine total gute super Idee war, Mensch, auf der Waschmaschine, gar kein Problem, probiert mal die Spülmaschine aus. Du, oh, toll, und dann ist auch der Abwasch getan. Toll, oh, ja, toll, toll. Super. Mein liebster Tipp übrigens auch in so einer Frauenzeitschrift war, na, deine Brüste hängen, lass einfach den BH an. Hier, wenn dir dein Po nicht gefällt, dann halt ihn doch währenddessen einfach. Alles gut. Ja, macht Brust Spaß raus, BH ran, sonst ist wirklich am ekelhaft Kampf? Nee, gar nicht. Dann ja den Bauch rein. Leute, der wichtigste Tipp ist halt einfach, macht nichts, worauf ihr keinen Bock habt. Ja. Habt keinen Sex, wenn ihr keinen Bock auf Sex habt. Macht keinen Helikopter-Sex. Nee. Auf gar keinen Fall. Außer ihr habt Bock drauf. Und ihr habt es verstanden. Und da wärt ihr mir schon ein bisschen voraus. Ich verstehe nicht, wie das... Das war's von uns jedenfalls. Danke, tschüss. Ciao. Helikopter kann man sich doch gar nicht setzen.